Herzlich willkommen bei Pharmalogisch. In diesem Video möchte ich auf einen eurer Wünsche eingehen und euch erzählen, was man auf einer Medikamentenschachtel so alles ablesen kann. Ich habe euch dafür einfach mal ein Blutdruckmedikament mitgebracht und da werden wir uns jetzt nach und nach die verschiedenen Seiten angucken und schauen, welche Informationen man da finden kann. Ja, fangen wir doch gleich mal vorne an. Also, ich sag's jetzt mal vorne, für mich ist das die Vorderseite. Es steht auf jeden Fall der Name des Medikamentes drauf. Das ist in dem Fall Valsartan 1A Pharma. Weil das jetzt hier ein Generikum ist, kann ich am Namen schon ablesen, welcher Wirkstoff da drin ist. Das müsste nicht unbedingt so sein. Das Medikament könnte auch irgendeinen Fantasienamen tragen. Und damit ich auch dann erkennen kann, welcher Wirkstoff da drin ist, muss der auf jeden Fall nochmal explizit aufgedruckt sein. Also ich finde auf jeder Medikamentenschachtel den Namen des Wirkstoffs. Und zwar gleich unter dem Namen. Also unter dem Namen des Medikaments finde ich den Namen des Wirkstoffs, den Klarnamen. Ja, dann muss natürlich zu erkennen sein, wie ist die Wirkstärke dieses Medikaments. Also wie viel von dem Wirkstoff ist drin. Das finde ich ja auch gleich wieder an zwei Stellen. Da oben steht es im Namen 160 Milligramm und dann ist es hier da auch nochmal fett aufgedruckt. Das ist wichtig, dass man das wirklich auf den ersten Blick erkennt, um Verwechslungen zu vermeiden. Verwechslungen vor allem in der Apotheke, denn da habe ich die ganzen Wirkstärken ja nebeneinander im Schub. Wichtig aber auch zu Hause, es gibt durchaus Patienten, die den gleichen Wirkstoff in verschiedenen Wirkstärken einnehmen müssen. Also früh die eine Wirkstärke, abends die andere. Und dann muss auch auf den ersten Blick zu erkennen sein, bei welcher bin ich denn hier gerade. Ja, dann habe ich hier unten stehen, was ist es denn für eine Darreichungsform? In dem Fall sind es Filmtabletten, da könnte jetzt auch magensaftresistente Tabletten stehen, da könnte Kapseln stehen, da könnte Brausetabletten stehen. Also steht die Darreichungsform drauf. Es steht drauf, wie viele drin sind. Wenn ich es jetzt richtig lese, sind es in dem Fall 98 Stück. Und dahinter steht meistens zumindest die N-Bezeichnung. Diese N-Größen, N1, N2, N3, geben für jeden Wirkstoff Bereiche an, wie viele Tabletten oder Kapseln, also abgeteilte Arzneiformen, da drin sein dürfen. Das heißt, N1 ist immer die kleinste Packungsgröße, die man entweder verwendet, wenn ein neuer Wirkstoff eingeführt wird, um erstmal zu testen, wie der anschlägt, oder die man im Akutfall verwenden würde, wenn man das Medikament einfach nicht länger braucht. N3 hingegen ist für eine Dauermedikation sinnvoll, also das ist das, was wir jetzt hier haben. Das Blutdruckmedikament muss ja dauerhaft eingenommen werden. Dann macht es nur Sinn, die größte Verpackungseinheit zu nehmen. Und N2 ist halt so ein Zwischendrin, wenn ich eine mittlere Therapiedauer habe. Gut, schauen wir hier nochmal drauf. Ich kann natürlich auch noch erkennen, von welcher Firma dieses Medikament ist. Bei einem Generikum kann ich das jetzt oben sogar schon im Namen ablesen. Die Generika haben ja eigentlich immer die gleiche Namensgebung, immer der Wirkstoff, dahinter die Firma. Und dann kommt das Markenzeichen, also dieses R im Kreis. Und es ist aber auch unten nochmal das Logo der Firma mit aufgedruckt. Ja, und wenn wir bei der Seite schon sind, dann seht ihr, da ist auch noch ein Aufkleber drauf. Der Aufkleber wurde nicht vom Hersteller aufgebracht, sondern von der abgebenden Apotheke. Und die hat darauf notiert, wie dieses Medikament eingenommen werden soll. Das finde ich super wichtig, dass man einfach auf den ersten Blick, wenn man diese Schachtel in die Hand nimmt, gleich sieht, wie muss ich das gleich nochmal einnehmen? Oft sagen mir die Kunden, sie haben da einen Medikationsplan vom Arzt bekommen, sie können da auch nachgucken. Das ist schon richtig, aber es ist halt umständlicher. Auf den ersten Blick auf der Schachtel macht es einfacher und erhöht dann auch die Therapiesicherheit. So, drehen wir die Schachtel mal weiter. Also der Rahmen sieht irgendwie sehr ähnlich aus. Ich habe wieder den Namen des Medikaments, ich habe die Wirkstärke, ich habe die Firma, es steht auch wieder Filmtabletten da, dass ich weiß, was das für eine Darreichungsform ist. Jetzt habe ich hier einen Strichcode und darunter eine Nummer, die sogenannte PZN. PZN ist die Abkürzung für Pharmazentralnummer. Und diese Nummer ist für dieses eine Medikament in dieser Wirkstärke, in dieser Packungsgröße vergeben. Das heißt, wenn ich im Computer in den Scanner diesen Strichcode halte, dann lande ich in meiner Liste genau bei diesem Valsartan von der Firma 1A Pharma mit 160 Milligramm mit 98 Tabletten.
Also das macht die Zuordnung recht einfach. Wenn zum Beispiel der Kunde in die Apotheke kommt und mir eine leere Packung gibt und sagt, die hätte ich gerne wieder, dann kann ich die einscannen und bin sofort an der richtigen Stelle und kann nachgucken, habe ich das an Lager, sind da drei Packungen im Schub oder muss ich das erst beim Großhandel besorgen. Das macht es auch einfacher, wenn der Arzt auf dem Kassenrezept das Medikament zusammen mit dieser Pharmazentralnummer verordnet. Dann tippe ich die Nummer in mein System ein und bin ganz sicher bei dem Medikament, was er da haben will und laufe nicht Gefahr, mich irgendwie zu vertippen oder in der Zeile zu vertun. Also diese Pharmazentralnummer erleichtert an vielen Stellen das Leben, wollte ich damit sagen. Gut, was haben wir hier noch drauf? Jetzt müssen wir es erstmal wieder scharf stellen. Daneben steht im Text Arzneimittel für Kinder unzugänglich aufbewahrt. Das ist ein super wichtiger Hinweis, der aus Rechtsgründen auf diese Schachtel mit drauf darf. Ob das jetzt so super realistisch ist, dass jeder diesen Text da auf der Schachtel liest und deswegen sein Verhalten ändert, sei dahingestellt. Aber gut, es kann sich ja nicht schaden, wenn es da drauf steht. Darunter steht das Wort verschreibungspflichtig. Verschreibungspflichtig heißt, ich brauche ein Rezept, um dieses Medikament zu erwerben. Es gäbe auch noch die Version apothekenpflichtig. Das bedeutet, ich kann es nur in der Apotheke kaufen, aber ich brauche kein Rezept dafür. Und wenn ich weder das Wort verschreibungspflichtig noch apothekenpflichtig finde, dann bedeutet das, dass dieses Medikament theoretisch auch im Supermarkt oder in der Drogerie verkauft werden könnte. Was ich davon halte, habe ich euch an anderer Stelle schon mal erklärt, nämlich nichts. Denn jedes Medikament braucht Beratung. Das ist nicht davon abhängig, ob es verschreibungspflichtig oder apothekenpflichtig ist. Ich muss bei jedem Medikament wissen, ist das für mich überhaupt gerade das richtige Medikament? Wäre nicht irgendwas anderes vielleicht viel sinnvoller? Ich muss wissen, wie nehme ich es denn am besten ein? In welcher Dosierung? Vorm Essen, zum Essen, nach dem Essen? Muss ich auf irgendwelche Wechselwirkungen achten? Nicht nur mit anderen Medikamenten, sondern auch mit bestimmten Nahrungsbestandteilen. Also jedes Medikament erfordert Beratung. Und ich gehe jetzt mal davon aus, auch ihr habt im Supermarkt oder in der Drogerie noch keine ausführliche Beratung zu einem Medikament bekommen. Deswegen bin ich der klaren Meinung, Medikamente gehören in die Apotheke. Da stehen jederzeit ein Apotheker oder eine PTA, die euch eure Fragen beantworten können. Oder falls sie die Antwort nicht auswendig sofort wissen, zumindest in ganz kurzer Zeit nachgucken können und diese Antwort für euch rausfinden können. Also klare Aussage von meiner Seite, Medikamente gehören in die Apotheke. Gut, nach diesem kurzen Zwischenschritt schauen wir hier nochmal hin. Ich glaube, jetzt ist es wieder scharf gestellt. Unter dem Wort verschreibungspflichtig finden wir noch die Zulassungsnummer, abgekürzt mit ZUL-NIR und dahinter eben eine ziemlich lange Nummer. Jedes Medikament, was in Deutschland legal auf dem Markt ist, hat eine Zulassungsnummer. Das heißt, das gibt mir die Sicherheit, es gibt zu diesem Wirkstoff Studien. Diese klinischen Studien sind erfolgreich abgelaufen, zufriedenstellend abgelaufen. Deshalb konnte ein Antrag auf Zulassung gestellt werden und die dafür zuständige Behörde hat diese Zulassung erteilt. Also das ist ein Qualitätsmerkmal für ein Medikament. Es hat nicht irgendjemand sich was ausgedacht, das in eine Schachtel gepackt und verkauft das jetzt, sondern es ist wirklich wissenschaftlich geprüft worden. Taugt dieses Medikament, kann es was und hat es keine heftigen Nebenwirkungen, also keine so starken Nebenwirkungen, die es einfach verbieten würden, dieses Medikament einzusetzen. So, wir drehen die Schachtel nochmal weiter. Das ist irgendwie das gleiche nochmal wie vorhin, außer dass jetzt kein Dosierungsaufkleber drauf ist. Keine wirkliche Neuheit. Die Seite hatten wir noch nicht, da ist viel Text drauf. Ich glaube, jetzt ist er scharf. Also der erste Satz ist keine Neuheit, denn hier steht, jede Filmtablette enthält 160 Milligramm Valsartan. Das ist die Information, die ich eigentlich auch schon aus der Überschrift ablesen konnte. Darunter steht jetzt zum Einnehmen. Jetzt könnte man sagen, ja super, was soll ich mit einer Filmtablette sonst machen? Aber dieser Hinweis ist schon wichtig. Da könnte jetzt auch stehen zum Auflösen, zum Herstellen einer Suspension, zum Einführen. Also nicht bei jedem Medikament wie diesem Blutdruckmedikament ist es so super eindeutig, was ich damit anstellen soll. Dann steht daneben Packungsbeilage beachten.
macht Sinn, dass man sich da mal kurz schlau liest, ne? Was man so beachten sollte zum Einnahmezeitpunkt, zu Wechselwirkungen, zum Verhalten, darf ich Alkohol dazu trinken oder nicht. Dann steht da nicht über 30 Grad lagern. Das ist auch ein sinnvoller Hinweis. Im Sommer muss ich mir dann schon manchmal überlegen, wo lege ich die Schachtel denn hin? Im Umkarton aufbewahren, um den Inhalt vor Feuchtigkeit zu schützen. Also, ich stimme zu, es macht Sinn, Medikamente im Umkarton aufzubewahren. Zum einen sind die dann einfach an Ort und Stelle zusammen. Also, ich habe auch auf einen Blick, einen Überblick, wie viele habe ich denn noch. Zum anderen habe ich dann wohl auch den Beipackzettel noch mit in der Kiste und kann jederzeit irgendwas nachlesen, falls Fragen aufkommen. Das mit der Feuchtigkeit, muss ich sagen, leuchtet mir jetzt nicht so besonders ein, denn die Tabletten sind ja nochmal einzeln eingeblistert und ich behaupte mal, dieser Blister schützt besser vor Feuchtigkeit als der Pappumkarton. Man könnte jetzt sagen, zwei Barrieren sind besser als eine. Also gut, um es vor Feuchtigkeit zu schützen, bleibt das Medikament im Umkarton. So, wir drehen mal auf die schmalen Seiten. Da steht jetzt auch nicht wirklich noch irgendwas Neues dabei, außer dass die Firma ihre Adresse noch mit angegeben hat. Also, es muss die Möglichkeit gegeben sein, die Firma zu kontaktieren, wenn man irgendwelche Fragen zu diesem Medikament hat oder ja, wenn man sich auch mit Beschwerden direkt an die Firma wenden möchte. Spannender wird es auf der anderen schmalen Seite. Da haben wir unten den sogenannten QR-Code. Dass der QR-Code auf einer Medikamentenpackung aufgedruckt ist, das ist relativ neu. Ich weiß nicht mehr genau wann, ich sage jetzt mal so grob seit einem Jahr ist das Pflicht. Und das Stichwort, das damit zusammenhängt, ist Secure Farm. Dieser QR-Code führt zu genau dieser einen Schachtel. Ich habe es ja vorhin erklärt, der Strichcode führt zu diesem Medikament in dieser Wirkstärke, in dieser Packungsgröße. Aber der QR-Code ist wirklich individuell, es geht um diese Schachtel. Und der Sinn dahinter ist, dass man Fälschungen von Arzneimitteln vermindern möchte. Man möchte also ganz genau nachvollziehen können, wo ist diese Schachtel? Ist die gerade beim Hersteller, beim Großhändler, in der Apotheke oder beim Endverbraucher? Und dadurch, dass man diesen Weg des Medikaments so eindeutig nachvollziehen kann, ist es eben auch schwieriger, da von der Seite irgendwelche Fälschungen einzuschleusen. Wenn ich eine Fälschung mit irgendeinem gefälschten QR-Code in der Apotheke in den Scanner halte, dann sagt das System, die Packung kenne ich nicht. Ja, also da geht es um Therapiesicherheit. Neben diesem QR-Code sind vier Zeilen abgedruckt. Fangen wir mal von unten an, da steht verwendbar bis. Und dann kommt ein Datum, das mit Monat und Jahreszahl angegeben ist. Das ist natürlich super wichtig. Ich muss wissen, bis wann kann ich dieses Medikament einnehmen? Bis wann kann mir der Hersteller garantieren, dass dieses Medikament einwandfrei funktioniert? Also der Wirkstoff noch in ausreichender Menge da ist, sich noch nicht angefangen hat abzubauen und sich vor allem beim Abbauen auch nicht irgendwelche Spaltprodukte gebildet haben, die vielleicht irgendwie schädlich wirken könnten. Für mich in der Apotheke bedeutet das, dass ich selbstverständlich nichts mehr verkaufe, was dieses Verfalldatum überschritten hat. Und dass ich, wenn ich nahe an diesem Verfalldatum dran bin, natürlich auch sicherstellen muss, dass der Kunde das Medikament verbraucht hat, bis das Verfalldatum eingetreten ist. Also so eine Packung mit 98 Stück werde ich selbstverständlich nicht eine Woche vor dem angegebenen Verfalldatum noch verkaufen, weil bis dahin kann niemand die 100 Stück verwenden. Dann gehen wir eine Zeile höher. Da steht eine Abkürzung. Diese Abkürzung steht für Chargenbezeichnung. Das ist auch ganz wichtig, dass das auf so einer Packung mit draufsteht. Ihr müsst euch das so vorstellen: Die Firma setzt am Montag einen Ansatz an, kippt Wirkstoff und alle Hilfsstoffe zusammen, rührt einmal um und presst einen Schwung Tabletten. Die verpackt sie und verkauft sie. Am Dienstag macht sie das Gleiche nochmal. Wieder den gleichen Ansatz, wieder verpacken, wieder verkaufen und so gibt es jeden Tag einen neuen Ansatz. Und wenn sich jetzt hinterher herausstellt, ups, am Dienstag ist irgendwas schiefgelaufen. Am Dienstag haben wir versehentlich zu wenig vom Wirkstoff eingewogen, sage ich jetzt mal so ganz plump. Oder es ist halt irgendwas in der Produktion schiefgegangen. Vorsichtshalber möchte ich diese Tabletten wieder zurückrufen. Dann ist es natürlich super wichtig, wenn ich sagen kann, bei der Charge mit der Nummer so und so ist irgendwas schiefgelaufen, schickt mir die bitte alle zurück, verwendet nur die anderen Chargen. Würde es diese Chargenbezeichnung nicht geben, wäre das sowohl für die Firma als auch für den Endverbraucher ziemlich blöd, weil dann müsste ja mit einem Schwung alles vom Markt zurückgerufen und
neu nachproduziert werden oder zumindest von der Firma auf Fehler überprüft werden. So, jetzt drehe ich es wieder richtig rum. Neben diesem QR-Code habe ich jetzt also die beiden unteren Zeilen erklärt. Oben gibt es nochmal zwei Zeilen und ich sage es euch ganz ehrlich und offen, ich habe keine Ahnung, wofür die stehen. Ich nehme an, dass das nochmal irgendwelche Informationen sind, die den QR-Code näher erklären. Ich weiß es nicht, die haben für die Praxis in der Apotheke keine Bedeutung. Solltet ihr wissen, was man in diesen Zeilen ablesen kann, dann schreibt mir das sehr gerne in die Kommentare. Dann habe ich bei der Gelegenheit auch noch was dazu gelernt. So, jetzt gucke ich mal, ob wir noch irgendwas vergessen haben. Ach ja, zwei Dinge habe ich noch vergessen. Zusammen mit SecureFarm ist auch noch eingeführt worden, dass die Medikamente versiegelt sind. Das kann man jetzt hier nicht mehr sehen, weil die Packung schon geöffnet ist. Doch, naja, ich weiß nicht, ob man es sieht. Hier ist ein Klebestreifen drüber. Also ich kann in diese Schachtel nicht einfach reingucken und sie wieder zumachen, ohne dieses Siegel zu zerstören. Das ist also ein weiteres Sicherheitsmerkmal. Das ist bei Verpackung auf beiden Seiten. Bei mir ist jetzt das obere durchbrochen, weil die Tablettenschachtel angefangen ist und das untere ist noch intakt. Also das ist eine relative Neuerung. Und dann, das gibt es schon länger, ist auch Vorschrift, dass auf jeder Packung, ich glaube, man kann es so gerade erkennen, die Blindenschrift aufgebracht ist. Also hier ist in Braille, in dieser Blindenschrift, aufgebracht, welches Medikament ist das, welche Wirkstärke, damit eben auch Leute, die das nicht ablesen können, ganz sicher ertasten können, welches Medikament habe ich hier vor mir. Ich glaube, ich habe euch alles erklärt, was man hier ablesen kann. Ich drehe es nochmal vor mich hin. Nö, jetzt sind wir durch. Also, ich hoffe, euch hat es gefallen. Ich freue mich, dass ihr mit dabei wart. Bis nächste Woche. Und wie gesagt, ich freue mich, wenn mir jemand erklären kann, was diese beiden ersten Zeilen neben dem QR-Code bedeuten. Tschüss!